Dingolfing, Ende der 60er Jahre. Knapp 12.000 Einwohner hat die niederbayerische Stadt und 6 Millionen Mark Schulden. Dazu kommt eine ungewisse Zukunft. Der Dingolfinger Kraftfahrzeughersteller Glas, der unter anderem das Gogomobil baut, steht vor dem Aus. Die bayerischen Motorenwerke sind an einer Übernahme interessiert, doch auch Landshut ist als erster niederbayerischer BMW-Standort im Gespräch. Der Chefkonstrukteur der Glaswerke kann die BMW-Vorstände, wie es heißt, in letzter Sekunde überzeugen. Sein Argument? Viel Platz zum Expandieren, vor allem in die Breite. BMW geht nach Dingolfing. Ein Autowerk hochziehen, diese Entscheidung stellt Dingolfing anfangs allerdings vor enorme Finanzierungsprobleme. Straßen müssen gebaut, die Wasser- und Energieversorgung sichergestellt werden. Der Freistaat springt ein und übernimmt eine Millionenbürgschaft. Im September 1973 wird das Werk fertiggestellt und kurz darauf rollt der erste BMW 5er vom Produktionsband.